Das städtische Jugendamt wurde vor 100 Jahren gegründet. Gerade hier in der Matta, wo viele arme Leute gewohnt haben, war das Jugendamt häufig ein unliebsamer Besucher bei den Familien. Die bewegte, aber zum Teil auch dunkle Geschichte des Jugendamts hat für uns zum Jubiläum Anna Bähler, eine Berner Historikerin, aufgeschafft. Ich bin sehr froh darüber und ich freue mich, dass das Jugendamt heute unter dem neuen Namen Familie- und Quartierstadt Bern verschiedenste Angebote für alle Menschen in dieser Stadt zur Verfügung stellt.